Was waren wir geschockt, als wir gehört haben, Play 060 gibt an, dass er ein Karriereende plant in den nächsten paar Wochen und Monaten, und halbes Jahr später er signed bei Samra. Naja, krass. Auf jeden Fall heftige Wendung. Mittlerweile nennt sich Play 060 nicht mehr Play, sondern Booya oder Booya 44. Ja, 44 stammt aus dem Kürzel Dortmund 44er, so wie Miami Yassin, der nennt sich auch 44er, so wie ich das weiß. Promo-Move hin oder her, wir wissen es nicht. Ein User hat den ehemaligen Play 960 Bojan 44 gefragt, wieso wieder so Promo-Move wegen Karriereende? Fragezeichen. Daraufhin schrieb er: Ich verspreche, es kommt nicht mehr vor, aber war es ein Promo-Move oder ein Schachzug, um im Hintergrund Sachen zu beeinflussen? Man weiß es nicht. Naja, riesiges Fragezeichen, Freunde. Sehr, sehr schwierig es zu verstehen. Oder besser gesagt, wie wir es bei vielen anderen Rappern auch gesehen haben. Ich sag mal UFO, Raf Camora etc. pp. Ihr könnt mir folgen, Freunde. Farid Bang hat schon gesagt, dass er aufhören wird, sich auf andere Künstler zu konzentrieren, sondern der zieht jetzt sein eigenes Ding durch. Banger Music ist nur noch Farid Bang. Wir wünschen auf jeden Fall Bojan 44, Play 960, alles, alles Gute bei dem wirklich exklusiven Label Samra Katalay Edition. Ja, Peace, Freunde, ich wünsche euch was.